Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute gibt es den zweiten Teil der neuen Serie Behind the Photo. Ich lasse es jetzt erstmal bei dem Namen. Mir ist noch kein besserer eingefallen. Ihr habt ja auch schon ein paar Vorschläge gemacht, da waren schon einige ganz coole mit dabei. Aber noch nicht der Finale. Und solange das noch nicht gegeben ist, lasse ich die Serie einfach mal so benannt. Heute geht es um das Foto, was ich am Berliner Dom geschossen habe. Wenn du mich verfolgst auf Instagram, dann wirst du das wahrscheinlich gesehen haben. Das ist relativ gut angekommen, dieses Foto. Es ist ein Foto hier bei Sonnenuntergang und darum soll es heute gehen. Wie ist dieses Foto entstanden? Viel Spaß! Ja, hier siehst du dieses Foto mal. Es ist ein Foto, worauf ich sehr, sehr stolz bin, denn zum einen habe ich das aus einer Perspektive fotografiert, wo ich noch nie fotografiert habe, und zum anderen hatte ich natürlich extremes Glück mit dem Sonnenuntergang. Du siehst es hier, es war Dramatik pur am Himmel und man muss dazu sagen, ich saß kurz bevor ich losgefahren bin, noch auf der Couch zu Hause und hatte mir mal so einen freien Nachmittag gegönnt, war also nicht im Büro und dachte mir so, fährst du jetzt los oder fährst du nicht los? Ich habe so aus dem Fenster geguckt, da war es noch relativ wolkenlos. Und dann habe ich so überlegt, naja, da hinten kommen so ein paar Wolken, es könnte gut werden, aber ich war mir halt nicht sicher. Und dann habe ich gesagt, ach komm, steigst du mal ins Auto, fährst du mal los. Und wie du siehst, hat es sich zu 100% gelohnt. Als ich dann dort angekommen bin, war das Ganze schon extrem cool. Es sah schon extrem cool aus. Ich zeige dir mal ganz kurz hier so ein paar Fotos, die ich über den Tag hier oder beziehungsweise über den Abend dann hier so geschossen habe. Also als ich angekommen bin, sah das Ganze so aus. Es war noch so vor dem Sonnenuntergang, da ging es so langsam los, dass es so ein bisschen Stimmung gab. Die Sonne stand schon ein bisschen tiefer, du siehst es hier an den Schatten. Aber das Ganze war jetzt noch nicht so mega cool. Es war also noch nicht abzusehen, dass es so krass wird. Und wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen weitergehe, da habe ich jetzt erstmal hier noch so ein bisschen was an der Komposition verändert. Ich war noch nicht ganz happy mit dem Bildausschnitt und ich fand es aber ganz cool, hier im Vordergrund mit dieser Reling, dass die so quasi reinläuft in das Foto und auch so ein bisschen als führende Linie auf den Bildmittelpunkt, also auf den Berliner Dom, der jetzt hier im Hintergrund zu sehen ist, dann hindeutet. Das war also schon ganz cool. Ich fand es auch ganz cool, dass der Berliner Dom hier nicht komplett mittig ist, sondern so ein bisschen auf der linken Seite angesetzt. Der Horizont ist fast komplett in der Mitte gewesen, aber das konnte man relativ schwer ändern. Ich musste die ganze Kamera auch so ein bisschen nach oben kippen, weil das Ganze sonst vom Himmel her viel zu wenig gewesen wäre. Also ich hatte ja schon die Hoffnung, dass es gut wird vom Sonnenuntergang, und deswegen wollte ich möglichst viel Himmel mit drauf haben. Und von daher habe ich das Ganze dann so ein bisschen nach oben gekippt. Ich habe das fotografiert mit der Nikon D850. Das war übrigens das erste Foto, was ich mit der neuen Nikon D850 gemacht habe. Da war ich das erste Mal mit dieser Kamera unterwegs und habe dann gleich so ein Foto gemacht. Also das war schon echt ganz cool. Ich hatte als Objektiv das 14 bis 24 mm drauf und du siehst jetzt hier, dass ich bei 17 mm Brennweite fotografiert habe. Das Ganze war mit ISO 100, in der Blende 11 und die Verschlusszeit hat sich jetzt natürlich über den Abend hinweg dann immer weiter verändert. Jetzt hier aktuell war es eine 13. Sekunde, aber du wirst gleich sehen, dass das Ganze hier natürlich dann entsprechend länger geworden ist, je nachdem, wie weit man hier weiter fortschreitet im Abend. Hier sah es jetzt schon richtig, richtig cool aus. Jetzt bin ich hier immer noch bei einer 13. Sekunde gewesen, habe ich also noch nicht viel verändert, aber der Himmel hatte jetzt schon deutlich mehr Textur hier. Und ich muss auch noch dazu sagen, ich habe immer in der Bracketing-Funktion fotografiert. Das heißt, ich habe immer drei Bilder gemacht. Eine Normalbelichtung, eine Unterbelichtung und eine Überbelichtung. Und in dem Fall war es so, dass ich jetzt hier plus zwei Blendenstufen und minus zwei Blendenstufen immer fotografiert habe. Das heißt, das hier war die Normalbelichtung. Das war zwei Blenden darunter. Du siehst es jetzt hier auch schon von einer 13. Sekunde auf eine 50. Sekunde, also zwei Blendenstufen. Und das Ganze dann hier mit plus zwei Blendenstufen. Da war ich dann bei einer 1/3 Sekunde. Ja? Und so war einfach sichergestellt, dass ich sowohl den Vordergrund als auch den Hintergrund gut ausgeleuchtet habe. Du siehst es jetzt nämlich hier schon. In der Überbelichtung haben wir jetzt hier einen Bereich, der trotzdem noch relativ dunkel ist. Ja? Also hier unter der Brücke haben wir jetzt zwar Details drin, aber in der Normalbelichtung wäre das schon komplett schwarz gewesen. Und genauso in der Unterbelichtung hier haben wir dann natürlich hier zum Beispiel, wo die Sonne untergegangen ist, noch ein paar Details, die man sonst normalerweise hier in der Normalbelichtung, da sieht das Ganze schon relativ überbelichtet aus. Also man hat jetzt hier wirklich alle Möglichkeiten dann gehabt, das so zu fotografieren, dass man in der Bildbearbeitung später auch noch überall Details hat. So, ich habe jetzt also meine Kamera aufs Stativ gestellt und wirklich auch die ganze Zeit vom Stativ fotografiert und die Kamera dabei nicht mehr bewegt. Also ich bin jetzt hier nochmal so ein bisschen weiter fortgeschritten und du siehst schon, dass sich das Ganze hier immer
weiter stark verändert hat. Ja, ich gehe jetzt mal hier noch ein bisschen weiter. Hier kam immer mehr Farbe in den Himmel und das Ganze war richtig, richtig cool. Ich habe dann hier immer weiter fotografiert, also jede Minute mindestens ein Foto gemacht, damit ich hier auch wirklich den perfekten Moment nicht verpasse. Und du siehst jetzt hier schon, ja, hier ist sogar noch ein schönes Boot durchgefahren und hier ist der Himmel schon extrem cool. Das Ganze habe ich jetzt hier auch schon so ein bisschen bearbeitet, also wunderlich nicht. Das ist natürlich jetzt hier schon so ein bisschen angepasst, aber ja, so sah das Ganze dann aus und ja, ich muss sagen, extrem cool. Ne? Also hier geht es jetzt weiter, hier war noch mehr Farbe drin und das Ganze ist dann richtig rötlich auch geworden. Und wenn du jetzt hier mal den Himmel anguckst, das war schon ein Himmel, unfassbar gut. Ja? Und genau, ich habe jetzt hier einfach weiter fotografiert, sogar bis in die blaue Stunde rein. Also das waren jetzt hier so die letzten Bilder mit dem Sonnenuntergang und jetzt geht es hier los mit der blauen Stunde. Du siehst, jetzt ist hier auf einmal alles an Farbe aus dem Himmel wieder raus. Ja? Also das ging wirklich dann auch ratzefatz. Innerhalb von 5 Minuten war diese rötliche Färbung aus dem Himmel wieder komplett weg und die blaue Stunde hat angefangen. Und so langsam ging es dann auch los, dass die Straßenlaternen geleuchtet haben. Das war eigentlich auch so mein Ziel, das wollte ich noch unbedingt. Das hat mir jetzt hier in dem Bild so ein bisschen gefehlt. Also es sieht so schon ganz cool aus, aber die ganzen Straßenlaternen waren halt noch nicht an. Und das wollte ich eigentlich so ein bisschen auch mit drin haben. Leider gehen die Straßenlaternen erst ein bisschen später an. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe durchfotografiert bis in die blaue Stunde und habe dann mehrere Bilder zusammen kombiniert in Photoshop. Ja, also das ist jetzt das eigentliche Konzept dahinter, wie dieses Foto dann im Endeffekt entstanden ist. Du siehst jetzt hier, geht so langsam los, hier diese Unterführung hat jetzt hier schon ein bisschen Licht bekommen und hier der Berliner Dom wird schon so ein bisschen angestrahlt. Die Straßenlaternen waren jetzt hier noch nicht an, aber das kommt jetzt hier, genau, hier sind die Straßenlaternen angegangen, die waren jetzt hier überall an und das Ganze wurde noch so ein bisschen angeleuchtet. Ich habe jetzt hier noch so ein bisschen weiter fotografiert, dann waren jetzt hier auch noch so ein paar Autostreifen mit dabei und ich habe immer mal wieder geguckt, dass auch so ein Boot hier mal durchfährt. Hier auch wieder ist ein Boot durchgefahren, das war eins der Bilder, die ich dann im Endeffekt benutzt habe für das Blending, was ich dann in Photoshop gemacht habe. Also dieses Boot hier habe ich dafür benutzt zum Beispiel und genau, hier war es jetzt auch so, hier das Bild habe ich benutzt dann letztendlich für die Laternen. Also hier hat man jetzt auch eine schöne Spiegelung noch im Wasser von diesen ganzen Lichtern hier, hier hinten auch. Und das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Im Endeffekt ist dann dieses Bild daraus entstanden. Und das ist wirklich eins meiner Lieblingsbilder aktuell. Von daher, ja, gefällt es mir sehr, sehr gut. Und es hat natürlich auch euch sehr gut gefallen. Das habe ich an Instagram gemerkt. Also da war das Feedback sehr, sehr cool. Und es ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, diese Bearbeitungsschritte hier einzeln zu erklären. Gerade wenn ich das jetzt hier nicht so zeigen kann. Das würde einfach mal mehr als eine Stunde dauern, dir das zu zeigen. Aber wenn du jetzt wissen möchtest, wie dieses Foto bearbeitet wurde, dann habe ich eine coole Überraschung für dich. Denn ich habe mir gedacht, ich nehme diese ganze Bearbeitung einmal komplett auf und erkläre sie auch dabei. Und das habe ich gemacht und das Ganze ist über eine Stunde lang geworden, dieses Video. Wirklich extrem gut aufgenommen in Full-HD-Qualität und so weiter. Und ich habe mir gedacht, ich möchte euch das Ganze zur Verfügung stellen. Deswegen gibt es das ab sofort in meinem Online-Store für einen ganz, ganz günstigen Preis. Also du hast jetzt die Möglichkeit, eine Woche lang für einen absoluten Vorzugspreis das Ganze zu kaufen. Also bis Heiligabend wird es das Ganze wirklich zum Sonderpreis geben. Und ich würde sagen, schlag da einfach zu, wenn du wirklich die Bearbeitung von A bis Z mal sehen möchtest. Also ich habe wirklich alles haargenau erklärt. Ich habe die Lightroom-Entwicklung gemacht, ich habe dann die Photoshop-Bearbeitung gemacht und so weiter und das wirklich alles Schritt für Schritt erklärt. Du kannst es komplett nachvollziehen. Die RAW-Dateien dazu packe ich auch in das Download-Paket. Das heißt, du kannst dieses Foto wirklich simultan mit diesem Videotraining mitbearbeiten und hast alle Dateien, die ich auch habe. Und dann kannst du dieses Foto auch wirklich nachbauen und dich inspirieren lassen, dann selber deine Fotos mit dieser Technik zu erstellen. Und ich denke, das ist ein richtig cooles Angebot. Schau auf jeden Fall jetzt vorbei auf www.stefanschaefer-store.de. Da kannst du dieses Videotraining dann käuflich erwerben und das Ganze zu einem absoluten Hammerpreis. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, gib gerne einen Daumen nach oben. Wenn du mehr solcher Videos sehen willst, dann kommentiere auf jeden Fall unten, dass du das sehen möchtest. Oder wenn du Fragen hast, auch unten einfach in die Kommentare schreiben. Ansonsten natürlich meinen Kanal abonnieren, falls du das noch nicht getan hast, denn es gibt jede Woche 2 neue Videos. Und ich freue mich natürlich, wenn du immer mit dabei bist. Also, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, besuch meinen Store und viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten. Ciao.